Oh, hallo und willkommen, Freunde des gepflegten Computerschachs und all jene, welche es noch werden wollen. Hier noch die Stellung der vorigen Partie jetzt. Vereinsspieler positionell. Die Eule mäßig ist jetzt hier dran. Die ist jetzt nur so zombie-mäßig, falls man es erkennen kann im Bild wegen dieser Stellung hier. So, ich lasse ihn mal nochmal mit Schwarz spielen, den Chess gehen. Jetzt hoffe ich mal, pack mich ab, doch nicht. Wollte schon sagen, wo? Nimm ich auch auf. Ja, genau. Ich hoffe mal, wollte ich erst sagen, er spielt nicht wieder Französisch. Springer F6. Okay. Springer C3. E5. English Opening. Ich glaube, Englisch wüsste ich nicht, dass ich das mal gespielt habe. G3. Die Saison ist jetzt auch zu Ende, für mich zumindest. Bereite die Rochade vor. Die zweite Mannschaft kann ich mir absteigen. Deswegen ist das für mich jetzt beendet, das Ganze. Ich habe jetzt nicht unbedingt so den großen... Ja, ich bin nicht so scharf darauf, jetzt wieder gegen einen zu spielen, der 1200 DWZ hat. Das Problem ist, wenn du dann einen schwachen Tag hast. Also sagen wir mal eher anders. Man dann hat ja nichts zu gewinnen. Man hat ja nur zu verlieren, das ist das Problem. Du kannst ja nicht, selbst wenn du gewinnst, dann gewinnst du einen Punkt, ja und? Deswegen bin ich ja nicht so scharf drauf, da nochmal zu spielen. Nächstes Jahr spiele ich dann in der ersten oder ich weiß gar nicht, wann die Saison anfängt. Im September oder was? Dann wäre ich in den ersten Spielen, dann kriege ich mal etwas bessere Gegner. Bitte einen Abtausch an. Springer G5. Oh, das ist keine Theorie mehr. Jetzt muss Chess Genius rechnen. Weiche einem Angriff aus. Also ich muss ehrlich sagen, das war doch ein Glücksgriff für Millennium. Das gehörte doch einfach zusammen. Also das ist doch das, was man eher sehen wollte. Man wollte ja nicht hier gefühlt nicht sehen, wie die Nimzo gegen hier auf dem... Die wollten erst Nimzo nehmen, aber irgendwie kam der auf keine stabile Elo 2000. Also wenn du Chess Genius Pro, dann wär's Nimzo Pro oder wie das geheißen hätte. Also das passt schon eher zusammen, der Chess Genius. Weil ich verbinde eher den Richard Leng mit Mephisto als jetzt den Chili Donninger, war das glaube ich für Nimzo. Das passt schon. Ossi Weiner, Manfred Tegner. Ja, Ossi Weiner ist ja mittlerweile auch in Rente gegangen. Ich weiß nicht, wie weit er in Rente ist. Er genießt seinen Ruhestand. Gleich im Ruhestand war er, glaube ich, auch schon. Ist das Unruhestand? Wie nennt sich das? So, er rechnet noch. So, für Reisen ist das bestimmt ein schönes Gerät, wenn man im Urlaub ist. Den Chess Genius Pro mitnehmen, Batterien rein und los geht's. Bestimmt eine schöne Sache. Was mich immer stört bei so Figurenplättchen, wenn die drauf sind, weil es jetzt keine Plättchen, sondern normale Figuren sind. Wenn man jetzt, ja meinetwegen weiße Plättchen mit schwarzen Figurensymbolen drauf. Man hat diese weißen Plättchen mit schwarzen Figurensymbolen, aber auch schwarze Felder. Dann stört mich das immer. Das wäre natürlich zu teuer. Man könnte ja auch transparente Plättchen nehmen und dann nur die Figuren drauf haben, dass man dann trotzdem die Felder darunter durchgucken kann. Durch das Plättchen. Das würde mich weniger stören. Da muss noch rechnen. Ende Theorie. Die 7, die 6 zum Beispiel. H6. Oder vielleicht die 7, die 5. Man sieht jetzt aber nicht beim... Kann ich mal hochgehen, dass noch Theorie ist. Ist das generell das Buch oder was ist das jetzt? Ist es die Partie?
Da stehen ja ganz andere Sachen hier. Läufer C4 steht um so eine Sache. Wo sind die denn jetzt? Läufer G2, das ist was ganz anderes, was da steht. Kann auch Formular nehmen zum Beispiel. Ein Sympathieformular. Da muss er noch rechnen. Springer E4 schlägt. Vielleicht ist es auch Theorie, weil er jetzt immer sofort zieht. Die Stellung ist ausgeglichen. Springertausch 1 von 7. Ja, da sieht man quasi, was man noch bis zur nächsten Trophäe braucht. Interessant, dass sie das gleiche System nehmen wie die PlayStation. Ich glaube aber nicht, dass es Fritz 19 für die PlayStation 5 gibt. Ziehe einen Bauern am Damenflügel. Weil diese, erstens sind jetzt auch Trophäen auf der PlayStation, Bronze, Silber und so, das ist auch auf PlayStation. Damit zieht drei Stiege. Der frisst einen Bauern an da. Die Gier ist wieder groß. A pawn is a pawn, then a pawn is a pawn. Na, Stellung ist ausgeglichen. Weiß steht etwas besser. Ziehe deine Dame diagonal. Wie sagte Kasparov mal, wenn ich schon schlechter stehe, dann muss ich wenigstens den Bauern dafür haben. So nach dem Motto ist das, könnte man das auch sehen hier. Eule, auf! Ja, die hat immer so große Augen. Hoch aufmerksam mit ein bisschen geöffnetem Schnabel. Muss er wieder rechnen. Dame A1. Die Stellung ist ausgeglichen. Die Dame wäre mir ein bisschen... Ich nehme deine Dame diagonal. Ja, ich weiß nicht. Dame F6. Bin mal gespannt, die erste Einschätzung, die er gibt. Das Problem ist so ein bisschen beim Chess-Gehen, ist das gar nicht wirklich entwickelt. Turm steht E4, geht das denn? Schwarz steht etwas besser. Da bin ich mal gespannt, ob er den macht. Ich glaube es eher weniger. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass er die Qualität gibt, weil ich sehe im Moment gar nicht, was er dafür haben will. Springer D4. Das könnte man, glaube ich, auch nicht erwarten. Ich sehe nicht, was er dafür hat. Turm E4 schlägt. Mit welcher Idee denn? Wahrscheinlich mit der Idee, die Dame nach F3 zu bringen oder nach H3. Man sieht ja schon weiß. Spielt schon auf Angriff. Schwarz steht deutlich besser. Der Turm schlägt E4. Bauer schlägt E4. Dame F3 greift ja den Turm an, droht aber Springer E2 matt. Da sieht es immer noch nicht. So hätte ich mir das gedacht. Turm E4, Bauer E4. Turm E4, Bauer E4. Und Dame F3, dann rutscht er schon Turm E2 matt. Der Turm auf H5 ist aber auch angegriffen. 2470. Ach komm schon, Springer C3. Das ist ein bisschen zu positionell zusammengezwirbelt hier, das Ganze. Ich hätte wirklich gedacht, Turm E4 und Dame F3 würden schon die Partie gewinnen. Schlägt etwas. Yeah.
Führe einen Doppelangriff aus. D7, D6. Okay. Super positionell gezockt hier. 2490, Führe einen Doppelangriff aus. Was für ein Doppelangriff? Dame F3? Dann droht das, wenn der Turm wegzieht, meinetwegen nach A5, Läufer H3. Der ist jetzt eigentlich der Endspiel-Champion, der Angriffs-Champion, der Chess-Genius. B6. Okay, wenn du Läufer auf die andere Diagonale bringen. Ich finde, das ist alles ein bisschen dröge, was er jetzt sieht. Ich würde doch auf die weißen Felder spielen. Dass man da irgendwie Läufer G4 zum Beispiel. Ein Turm ist angegriffen. Deckt den Turm, greift seinen Turm an. ZB. Naja. Hat das eigentlich schon eingetragen, den? Cappuccino und das Zeug. Zum gleich wieder den Zug übertragen hier. Er macht ja noch. Dong, dong. Okay, er braucht jetzt ein wenig. Also Läufer G4 würde mir doch zumindest logisch ersichtlich sein. Wenn der Turm dann... Läufer E6, das ist irgendwie... Ich weiß ja auch nicht. Sagen wir es mal so, ich bin kein großer Fan von seinem Spiel hier. 2500. Drohe einen Läuferzug. Okay. Ich hätte doch eher gedacht, dass er auf die weißen Felder spielt. Weil um den König herum, die ganzen hier G2 vor allem Ding, ist ja schwach. Dame F3, Läufer H3, gut, da macht er wahrscheinlich Turm H4. Aber wenn der Turm anfängt wegzieht, Dame F3, Turm, was weiß ich, B5, Läufer H3, dann droht ist das sofort matt. Ich hatte so eine Läufer E6-Shows und sowas hier zu ziehen. Läufer G4, jetzt mach dann endlich mal. Turm H4, genau, den muss er schon machen. Vielleicht Dame F3, obwohl, was bringt das dann? Decke etwas. H5? Ja, H5 würde ja G5 drohen. Dame E6. Schwarz steht deutlich besser, da guckt die Eule ganz böse. Bitte Damentausch an. Na gut, dann das wird der bestimmt machen hier. Damentausch anbieten, da ist ja ganz große Klasse drin hier. Der Chess-Genius. Von 10-mal Damentausch bietet er 8-mal Damentausch an. A6. Setz Surprise Me. Vielleicht Läufer F3 ziehen, König H. Einen Bauernzug. Ja, König H7, aber das droht ihn doch gar nicht wirklich. König H7, dann Anyway und G5, Läufer G5 schlägt er. Ist ja gefesselt, der Bauer. Wie will ich den Zug denn drohen? Ich weiß es nicht. Hm. 100 Jahre später wird es hier geschehen. Läufer F3. Zumindest ist der Läufer schon mal auf F3 aufgetaucht. Das ist schon mal etwas. Ach, drückt ja nicht den Bauernzug. 2530. Dreifachangriff, Trophäe freigeschaltet. Okay, was wird denn den Bauern? Ja gut, stimmt, Läufer E4 schlägt. Genau, das macht er auch, Läufer E4 schlägt. Greife einen Turm an. 2550. G7, G5. Ja, geht dann mit G7, G5.
Der Turm ist, müsste dann, dann muss er glaube ich sogar die Qualität geben. Turm E4, Dame E4. Ja, aber die schöne Diagonale ist dann dahin. Ich hatte wirklich gedacht, der wird irgendwann wird auf G2 relativ flott matt gehen. Ja, muss ja die Qualität geben. Zurückgeschlagen. Ja, zumindest haben die viele Trophäen ausgedacht. Zentralisier einen Turm. Ich glaube, die einzigen, die in so einem System noch nicht haben, ist Nintendo. Microsoft hat den Gamerscore, auch für den PC ja auch. PlayStation hat die Trophäen. Wohl eigentlich ist PC und Xbox ja das gleiche. Das heißt, wenn ich beides habe, ich habe eine Xbox und einen PC, also ich spiele auf einer Xbox und einem PC, mit natürlich einem Account auf dem PC. Vielleicht damit. Ziehe einen Turm horizontal. Turm C8 oder wie? Ich mach da sogar Turm C8. Können die eigentlich gar nicht aufgeben, diese Charaktere hier? Spielen die bis zum. Da hängt was. Bis zum Tod oder wie? Ich tippe ja damit C4 schlägt. Keine Gnade für mich, schwarz entscheidenden Vorteil. 2570. Dame schlägt C4 natürlich mit der Dame nehmen, sonst hätte sie auf deinem Bauer hängen. Hm. Bringe deine Dame nach A4. Immer diese Winke mit dem Zaunfall, diese Winke. Winke, Wanke, Wunke. F4 wäre, glaube ich, zu offen. Damit safe, damit wohin? Damit D5. Gewinnstellung erreicht. Pawn, Tutorial 2. Turmschach. Läufer schlägt, Turm schlägt, Turm schlägt, Dame hängt. Das ist das, was er meint. Turm C1 Schach. Er muss ja nehmen, sonst ist ja Dame H1 matt. Also er muss da mit dem Läufer schlagen, zum Beispiel. Und auf Turm schlägt Läufer, Turm schlägt, Dame B7 schlägt. Hat er auch gesehen hier. Hallo. Oh, König H2. Sehr schön. Ach, das droht ja gar kein Matt. The fucking Queen ist auf dem Deck der H1. Ah. Turm schlägt Turm geht ja nicht. Da nimmt ja die Dame. Dame, wenn die geschlagen wird, ist auch okay. Was ist mit Dame? Dame D1. Auch nicht. Turm A1. Ach, kann auch Turm schlägt gehen. Wäre nicht so ungeil, wenn er mal aufgeben würde. In total toter Stellung. Es wird weiter gespielt, bis der Morgen graut. Wir sammeln Sauerkraut. Das ist ein bisschen blöd jetzt hier, dass er 1000 Jahre weiterspielt. Das ist nicht so spannend. Chess Genius must thinking. Dame B4. Er nutzt seine Bedenkzeit.
ohne Gnade aus. Turm C2. Greife einen Turm an. Dame die 4. König F8. Okay. Ziehe deine Dame diagonal. Ich frage mich, ob man nicht einfach mit dem Bauern marschieren kann. D5, D4, D3, D2, der einfachste Plan der Welt. Wenn der Turm D1 macht, machst du im Turm D2. Okay. Ich würde einfach mit dem Bauern marschieren. D5, D4, D3, D5, D4 reicht ja schon, dann hängt ja schon F2. Setze einen Bauern in Marsch. Ja, dann marschier mal, Alter! Los geht's! Fantastisch! Diese tolle Partie teilen. Deine Spielstärke 2450. Tschüss, Genius gewinnt in einer schönen Partie. Tschüss, bis zum nächsten Mal.